Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11.3 Team Oga greift an Let's Plays. Ich bin Rekardin, ihr schaut Replay Games for You. So. Komm, jetzt muss er nur laden. Ladevorgang abgeschlossen. Perfekt. So, geh für das Auswahlspiel zum Fußballplatz. Oh je, das habe ich ganz vergessen, dass das jetzt das große Spiel wird tatsächlich. Oder, hallo Kiste, da sollten wir vielleicht hingehen vorher. Blaue Münze erhalten. Immer noch keine Ahnung, wofür die Münzen da sind, falls einer von euch weiß, gerne in die Comments. Zur Hauptkarte, klar, das machen wir dann. Ab zu Raymond High. Wir müssen hier rüber. Zu dir hier wohl. Mit Fernsehkameras, ey, wie krass das denn? Wow, schaut euch all diese Leute an! Oh, ich bin so nervös, ich muss nochmal auf die Toilette, uah! Boah, die Leute sind total wild drauf, das Spiel zu sehen. Langsam fühlt es sich so an, als würden wir auf Weltniveau spielen. Auf Weltniveau? Entspann dich, Austin. Deine Schultern sind so steif, du verkrampfst dich ja total. In Ordnung. Sieht so aus, als wären auch ein paar bekannte Gesichter unter den Zuschauern, die gekommen sind, um uns anzufeuern. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor das Spiel beginnt. Vielleicht sollten wir ein wenig mit ihnen reden. Ja, sie sind den ganzen Weg hierher gekommen, um uns spielen zu sehen. Gehen wir hin und sagen Hallo. Okay. Was sind das für Leute da? Der komische, ominöse Kerl. Der hängt wohl mit der anderen zusammen, die nicht so viel redet. Geh zu all deinen Freunden. Na, gehen wir erstmal hier unten hin, wenn da schon mal jemand ist, ne? Was macht denn Stonewall? Dieser schlecht frisierte Gockel in Sharps Team? Tja, gute Frage. Das wird sich Sharp auch immer fragen, nehme ich mal an. Wow, seht nur, so viele Kameras. Ich glaube, ich bin fast nervöser als ihr Leute. Geht denn da ab? Kommt man gar nicht richtig durch hier mit den ganzen Kameras. Hahaha, zeig es ihnen, Sharp. Du auch, Samford. Macht sie alle fertig, Leute. Okay, alles klar. Er ist auf jeden Fall motiviert. Auf geht's, Froste! Alpine steht hinter dir. Okay, jeder hat da seinen eigenen kleinen Fanclub, oder was? Erik und Bobby können nicht hier sein, also schaue ich euch für uns drei zu. Los, macht uns stolz! Sagt Knight. Wie geht es euch heute? Ist schon eine Weile her. Ob Darren es wohl ins Team schafft? Keine Ahnung, aber hier ist eine Kiste. Eine rote Münze erhalten. Okay. So, was ist hier jetzt los? Wir müssen kämpfen. Schnell den Stylus holen. Schieß als erster ein Tor. So. Ich würde sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Dann können wir auch starten. Ich habe ja als Tipp bekommen, jetzt nicht die Linien zu ziehen direkt. Das werde ich jetzt mal machen. Machen wir mal hier hin. Oje, 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 wir machen mal durchsetzen. Gucken, ob es klappt. Er hat es geschafft, ey. Was ein Tier. Oh nein. Schießen. Komm, Dreier Stärke, das kriegen wir doch hin, oder? Es war ein knapper Winkel, aber er ist drinnen. Das ist die Hauptsache. Wir haben das erste Tor geschossen, damit ist auch dieser Encounter geschafft. Gewonnen. Sehr gut. Genau, mit dem da labern. Dubidubi, dubidu. Beeindruckt, wie stark ihr seid, aber einer von euch wird nicht bereit. Gleich sehen wir ihn ja auf dem Feld. Ist er eine Niete oder ist er ein Held? Okay, was geht bei dem ab? So, dann labern wir mal hier mit der Dame. Hast du genug mit den Leuten geredet? Ja. Und das Spiel fängt gleich an. Du solltest dich besser fertig machen. Okay.
gleich geht's los heute. Jetzt geht's um die Wurst sozusagen. Wer wird Japan repräsentieren? Wir oder er? Willkommen, Fußballfans! Der lang ersehnte Moment ist da. Das Auswahlspiel für die Nationalmannschaft beginnt. Die besten Spieler der Schulmannschaften haben sich hier versammelt, um in einem epischen Spiel aufeinander zu treffen. Was haben die dazu sagen? Hide, warum sind wir eigentlich hier? Was glaubst du hier zu finden? Wie gesagt, ich suche nach jemandem, jemand Besonderem. Jemand, der in der Lage sein könnte, mir noch etwas beizubringen. Ernsthaft jetzt, was willst du denn von Spielern wie denen noch lernen? Wir werden sehen. Okay. Leute, das Spiel beginnt gleich. Juhu! Wir spielen um einen Platz, in der Nationalmannschaft. Heute hält sich niemand zurück. Los geht's. Ich bin endlich ich selbst und habe Freunde gefunden, mit denen ich Fußball spielen kann. Ich werde es schaffen. Die besten Spieler der Welt erwarten uns. Ich werde meine Chance nutzen, um mich mit ihnen messen zu können. Die Welt erwartet uns, Opa. Jeder auf dem Planeten wird sehen, wie großartig der Raymond-Fußball ist. Erobern wir die ganze Welt. Stimmung auf jeden Fall. Viel Glück, Kinder! Vorwärts, Mann! Ich werde alles geben, Mark. Zeig, was du drauf hast. Wir haben immerhin den besseren Torhüter, möchte ich mal meinen. Unser erstes 11 gegen 11 Spiel, na klar ist er bereit. Die Steuerung, das wissen wir doch schon. Jetzt wird's heiß, Inazuma Japan, heiße Phase starten. Links- und Rechts-Taste gedrückt halten. Pro Spiel ist das nur einmal möglich, okay? Mehr Schusskraft, mehr Zweikampfstärke, Techniken kosten nur 3/4 der TP. Also, um das Spiel zu drehen oder so, können wir das einsetzen, denke ich mir. Okay. Kostel, Kevin Xavier, Samford, Marvin, Max. Und damit könnte ich ganz gut leben, auch wenn Samford und Max ja eigentlich Stürmer sind. Axel, Sharp, okay. Machen wir auch mal weiter. Isaac, also der hat tatsächlich den Bruder von Billy mit drin, ne? Sehr lustig. Oh Mann, das ist ja ein Kilometer, bis man da wirklich zum Ziel kommt, ey. Uiuiuiuiui. Hier, zack. Die Zeit fürs Auswahlspiel war endlich gekommen. Vom Anpfiff an spielt jeder so, als hinge sein Leben davon ab. Okay, Video. Wow, Wahnsinn! Das Spiel wird echt heftig! Ha, los, Hurley! Stürzen wir uns ins Getümmel! Ha? Gut! Reiten wir diese Welle! In Ordnung, Mark. Ich schaff das schon. Ich schaff das! Wolfsgeheul, okay. Geht die ab? Können wir gar nicht spielen, oder was? Unendliche Hand. Oh, oh, oh. Der ist gut. Der hat den gehalten, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Mann, oh Mann, Froste. Mit dir ist echt nicht zu spaßen. Meine Hände brennen wie Feuer. Ha, du hast auch keine Trainingseinheit verpasst, oder? Den nächsten Ball werde ich aber versenken. Wart's nur ab. Oh, wow, 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 wow. Okay, hier. Technik sieht nicht so gut aus. Machen wir Kretschen. Illusionsball, was macht der denn da jetzt schon für einen Trick, Mann? Dieser Charme. Das gibt's ja wohl gar nicht. Los, Samford. Boah, vorbei.
Nochmal grätschen. Der macht schon wieder, das gibt's doch nicht. Aber da hat er bald halt auch keine TP mehr, ne? Darf man nicht vergessen. So, du gehst mal dahin. Wow, scheiße. Jetzt hat er da auch noch Bier hergerufen. Das gibt's nicht. Ablocken machen wir mal. Das sollten wir schaffen ohne Probleme. Jawohl. Sehr gut. Oh, Fehlpass, Fehlpass, Leute. Machen wir Gretchen. Oh nein. Scheiße. Was machen wir? Wir machen eine Spezialtechnik. Magische Faust. Weil das Problem ist einfach, der hat doch keinen Special Kick gemacht. Ich hab dem das zugetraut, die Sau. Jetzt haben wir einmal umsonst magische Faust rausgehauen. Und auch nur abgewehrt. Alter, was geht hier ab, Mann? Diese blöden Kinder, ey. Ausweichen, hat's geklappt? Natürlich nicht. Alter, was geht hier ab? Das gibt's doch wohl nicht. Die benehmen sich wie die Affen. Fang. Der wird schon sein. Doch, der macht natürlich den Feuertornado. So ein Schwein. Komm schon. Mark, oh, scheiße. Das ist alles schön nur, weil ich abgelegt bin. Ja, was willst du machen, Mark? Ist halt so. Wird's heiß. Polo will ich nicht sehen, das ist schon in Ordnung. Ja, ja, toll. Tolles Tor. Weiterspielen. Noch Fragen? Jetzt nur nicht den Kopf hängen lassen, Leute. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber Moment, hier gibt es zwei Halbzeiten. Scheiße. Müssen irgendwie vorkommen und dann ein Tor schießen. Anderes bringt uns das gar nichts. Knapp. Gretchen. Daneben. Finte. Jawohl. Und jetzt machen wir einen super Schuss. Wolfsgeheul, der muss reingehen. Hat auch ordentlich TP dafür gekostet. Der macht bestimmt irgendeine Special. Ja, natürlich die unendliche Hand. Hoffentlich hält er den nicht. Das wäre richtig scheiße. Oh, er geht aber rein, oder? Jawohl, 1-1. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Ja, ja, das ist ja toll. Ich will das aber doch gar nicht nochmal gucken, die Wiederholung hier. Hallo? Das wurde eben erst gesehen. Kannst doch nicht wegdrücken, ne? Wusste ich. So. Weiterspielen. Um mich aufzuhalten, musst du schon ein kleines bisschen schneller sein. Verflixt. Den nächsten halte ich bestimmt. Ihr werdet es schon sehen. Wieder Anstoß. Beziehungsweise. Mal gucken, was geht hier ab. Kommen wir mal weiter. Wow. Ach, ist aus oder was? Hier gibt es tatsächlich ein Aus. Scheiße. Das ist in Ordnung. Wo hat der hingeworfen? Das war ja blöd. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Abblocken könnten wir vielleicht schaffen. Mal gucken, ob er eine Technik. Der kann natürlich eine Technik machen. Das gibt's doch gar nicht. Und das als Geschwisterteil von Willy. Sehr nice. Taucht schon. Oh Leute, jetzt gibt's doch Abschlag. Mann. Bisschen aufpassen muss schon sein, ne? Ende der ersten Halbzeit.
Der arme Archer ist ja nicht besonders gut. Ich will nicht unhöflich sein, aber mit ihm in der Abwehr wird das ein Kinderspiel für uns. Das hat doch keinen Sinn. Was soll ich bloß machen? Mach dir keine Sorgen, Archer. Die zweite Halbzeit wird besser. Wir spielen ziemlich gut, Leute. Lasst bis zum Abpfiff nicht nach. Ei, ei, Captain. Scheint so, als hätten sie sehr viel Spaß. Und das sollen die besten Spieler des Landes sein? Oder er scheint nicht begeistert zu sein. Ballbesitz haben die Gegner mehr als wir. Technik haben wir 2 benutzt, Torschüsse 1 und das war ein Tor. Das ist doch schon mal was. So. In der zweiten Halbzeit hängte sich jeder noch mal rein und alle kämpften bis zum Abpfiff um einen Platz im Team. Wow, die sind echt die allerbesten. Aufwachen, Austin! Ja! Die beiden sind ja wirklich gut. Wie soll ich sie aufhalten? Na dann zeig doch mal, was du drauf hast. Los, Axel! Los, Axel! Komm, Sharp! Schießt schon! Ui, was geht hier ab, bitte? Aufgepasst, Mark! Ha, versuch's doch! Ich werde ihn schon halten, du wirst sehen. Mein Ball! Oh nein! Nichts da! So ein Schwächling. Und drin. Was? What the fuck? Was war das? Das kann doch nicht wahr sein. Stonewalls Schuss wurde regelrecht verlangsamt. Das war gut, oder? Was eine Maschine, ey. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dass er da wirklich so gut ist. Los, Kevin. Scheiße, wie kriegen wir das? Wir kriegen das. Wir machen Ausweichen. Der macht eh keinen. Jawohl, wir sind vorbei. Super, wir stehen fast alleine vor dem Tor. Komm, Kevin, du machst deinen Schuss. Dragon Ball Kick. Was ein Ding, ey. Komm, 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 den hältst du nie. Jawohl, 2-1. Tor! Nicht nachlassen! Sehr gut. Ich bin begeistert. Nee, ich will das ehrlich gesagt nicht. Danke. Nee, das eigentlich auch nicht. Und mir so vor, als müsste er dann immer erstmal die Aufstellung laden und so weiter. Ah, weiterspielen natürlich. Habt ihr das gesehen? Was für ein Schuss! Verflixt, den nächsten halt ich bestimmt. Ihr werdet das schon sehen. Wir müssen den Gegner demoralisieren. Weiter natürlich. 5 Minuten gespielt hier. Wuppidup. Oh, Scheiße. Sind wir noch angekommen? Nee, ne? Doch, jawohl, wir sind angekommen. Wir machen mal eine Technik. Und zwar Feuerspur. Das hört schon gut an. Jawohl. Jetzt haben wir uns die Techniken aufgespart. Quasi bis zum. Ah, Scheiße. Ich gedacht, der Verlauf liegt ein bisschen besser. Mach mal ein einfaches Tackling. Solo-Doppelpass. Wie geht denn das? Alter, was für eine Maschine. Der ist doch nicht so schlecht, der Junge. Kretschen. Gucken, ob das klappt. Ich glaube es nicht. Jawohl, doch, es hat geklappt. Sehr gut. Wallside. Machen die Mauer. Die Mauer hat gewonnen wohl. Er wollte nämlich auch wieder was machen. Sehr gut. Foul? Was heißt mir Foul? Willst du verarschen oder was? Hier gibt es einen Foul. Das ist doch frech. Deckling natürlich. Oh nein, er macht diese Orkankrätsche und lässt uns einfach stehen. Scheiße. Komm hier, Sam. Oh, Wallside, Wallside. Tackling.
hin. Nein! Der und sein Solo-Doppelpass, Alter. Was, der kostet auch noch nicht mal so viel TP. So. Hurley, Hurley, Hurley. Jetzt wird's heiß. Oh, Scheiße. Oh, oh. Ich kann's nicht einschalten, warum auch immer. Okay, wir machen die magische Fausttechnik. Also es führt kein Weg dran vorbei. Wir dürfen den Ball nicht reinlassen. Jawohl, abgefaustet. Hurley! Wir müssen nochmal, ey. Wir können's nicht. Wir fausten nur. Astro-Knaller. Scheiße, das sieht nach einem 2-2 aus, Leute. Nein, 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 nein. Oh, 2-2. Scheiße. Schön gespielt. Wie soll man so denn in die Nationalmannschaft kommen? Kannst aber auch nicht raus hier. Definitiv nicht. Man sich angucken, weiterspielen und das ist dann wohl ein Tor. Jetzt nur nicht den Kopf hängen lassen, Leute. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Gucken, machen wir weiter. Hier. Eigentlich wollte ich eine heiße Phase machen. Warum geht das nicht? Das gibt's doch gar nicht. Mal gucken, Finte. Machen wir Finte. Wir probieren es aus mit Finte. Oh, Scheiße. Okay. Ablocken. Heiße Phase vorbei. Können wir eine heiße Phase starten? Ich halte links und rechts gedrückt, aber es passiert nichts. Ablocken. Und ob er das hinbekommt. Warp-Tunnel. Was ist das denn? Der warpt einfach auch durch uns durch, oder was? Das wird ja mal verrückter, was hier abgeht, bitte. Los hier. Nein, nein. Oh, gut. Ja. Fausten wir. Das wird doch das 3-2. Bitte, bitte nicht. Oh, der ist drinne gewesen, oder? Scheiße, ich glaube das einfach nicht. Und warum? Weil wir diese komische heiße Phase nicht aktivieren können. Das gibt's doch überhaupt nicht. 2-1 geführt und 3-2 liegen wir zurück. Wir müssen es irgendwie hinbekommen. Wir müssen jetzt den Ausgleich hinbekommen. Scheiß noch drauf. Wir haben nur noch gut. Ich glaube, wir haben noch nicht mal so viel Zeit. Ich glaube nicht, dass es 45 Minuten sind. Ich glaube, die haben hier kurz vor Schluss noch gewonnen, ey. Das wär's ja jetzt. Na, ey. In der letzten Minute haben sie das Siegtor geschossen, verloren. Yippie, wir haben gewonnen, Marc. Ich muss mehr trainieren, tut mir leid. Okay. Gucken, was jetzt rauskommt an das Ergebnis. Gute Leistung, Sharp, tolles Spiel. Da hast du recht. Ihr habt alle gut gespielt. Man konnte eure Leidenschaft für Fußball heute regelrecht spüren. Danke, Trainer Hillmann. Ich denke, es wird Zeit, euch die Ergebnisse mitzuteilen, bevor ich noch vor Spannung platze. Gut, ist er, ja. Das ist ja der Mann, der uns schon beim Training beobachtet hat. Was tut er denn da bei Trainer Hillmann? Oh Mann, wenn ich noch länger warten muss, um herauszufinden, wer es ins Team geschafft hat, platze ich noch. Nur die Besten werden es ins Team schaffen. Heute trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Na, wenn du es selbst nicht ins Team schaffen solltest, hast du vor allem Spott ernten. Wirst du vor allem Spott ernten. Hehehehe. Das ist aber nicht sehr nett von dir, Scotty. Austin, ich muss dich etwas fragen. Du hattest ein paar gute Chancen im Spiel. Warum hast du sie nicht genutzt? Du hättest ein Tor schießen können. Sagt der Nächste zu. Warum lässt du eine gute Gelegenheit für ein Tor einfach so verstreichen? Ich dachte mir, es würde euch nicht passen, wenn der Neue einen Alleingang startet. Ja, so ist das. Ich muss weg. Tschüss!
Jetzt rennt er einfach weg, ohne dass er weiß, ob er mit drin ist oder nicht, oder was? Er hat uns also immer noch nicht gezeigt, wozu er fähig ist, hm? Stimmt, und in dem Auswahlspiel ging es für uns alle eigentlich genau darum. Was ist nur los mit ihm? Warte auf Trainer Hillmans Entscheidung. Würde ich aber sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich schon mal fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.